Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal wieder aus dem Garten, wieder hier von unserem Futterhaus. Jetzt ist der Winter in Ungarn angekommen, auch bei uns. Heute hat es schon einiges runtergehauen, beziehungsweise einiger Schnee ist gefallen. Ich arbeite ein wenig am Dachboden, deshalb auch die dreckige Kleidung. Und da habe ich dann zufällig beobachtet, dass der Buntspecht hier war. Und ja, der hat sich hier Sonnenblumenkerne rausgepickt. Und hat hier am Baum die Sonnenblumenkerne gegessen. Und ja, der Buntspecht kommt nämlich hier auch öfters vorbei, wenn er Hunger hat, wenn er nichts mehr findet. Der Einzige, der mir hier wirklich leid tut bei uns, ist der Grünspecht. Dem können wir eigentlich nichts an Futter anbieten, denn der frisst wirklich nur Ameisen. Und ja, dafür hat er ein sehr gutes Gedächtnis. Der kann sich nämlich genau auch unterm Schnee merken, wo er Ameisennester gefunden hat. Und die gräbt er auch im Winter aus. Also der ist ein ganz ein gescheiter Wiffzack. Die Vögel kommen hier zum Fressen her, auch der Buntspecht, wenn er eben in den Bäumen keine Würmer und so Larven und so weiter findet, dann kommt er hierher, pickt von den Knödeln, aber frisst auch die Sonnenblumenkerne. Bis jetzt habe ich das erste Mal gesehen, dass er Sonnenblumenkerne isst, und das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Da gibt es eine Aufnahme davon, die ich vorher gemacht habe. So Leute, jetzt habt ihr gesehen, der Buntspecht kommt hier auch zum Fressen her. Also wir haben hier wirklich ein Zoo, was die Vögel anbelangt. Ja,
Keine Angst, es wird auch bald wieder neue Themen geben, Thema Haus und so weiter. Aber jetzt einmal wieder Video aus dem Garten über den Buntspecht, der ebenfalls zu uns hier zum Essen erscheint. So, ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ja, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Leben in Ungarn Video.